Hey, hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. Diese Entscheidung verändert dein Leben. Ja, das können natürlich große Worte sein, aber ganz ehrlich, diese Entscheidung verändert dein Leben. Und das Wichtige ist, du kannst sie jetzt treffen. Ich habe gerade ein Interview mit Andreas Bernknecht geführt und es war wirklich wunderbar. Wenn du es dir noch nicht angesehen hast, der Link ist auch hier unten in der Beschreibung, dann siehst du jetzt an. Schreib gerne auch in dieses Video dein Feedback. Also ganz toller Mensch. Und das Interview hat mich dazu inspiriert, jetzt noch einmal auf einen Punkt einzugehen, der in meinen Augen alles verändert. Und dieser Punkt verändert nicht nur in meinem Leben oder hat in meinem Leben alles verändert, sondern wenn du an diesen Punkt kommst, verändert er auch in deinem Leben alles. Und es muss gar nicht so sein, dass wir abwarten, bis das Äußere uns an den Punkt bringt. Nein, wir können auch selber jederzeit sagen, jetzt ist der Punkt. Und das ist einfach herrlich. Es ist unglaublich, welche Macht wir haben, wenn wir uns das wirklich vergegenwärtigen. Also bei mir war es so, 2011 war eigentlich ein grandioser Sommer und ich bin rausgegangen, hatte Spaß, hatte mein spirituelles Erwachen. Also mir war auf einen Schlag bewusst, was, dass die geistige Welt da ist, welche Rolle Jesus gespielt hat. Natürlich nicht im vollen Umfang, aber schon so, dass ich mega geflasht war. Und hatte einfach einen grandiosen Sommer mit tollen Ereignissen, aber ich habe meine ganzen Themen überhaupt noch nicht bearbeitet. Und ich hatte viele tolle Projekte, viel Energie, aber im Winter sah es dann wieder ganz anders aus. Und nach diesem Hoch, nach diesem unglaublichen Hoch, kam dann das große Loch, das tiefste Tief. Also es geht ja häufig in Wellenform, aber dann war es wirklich, wirklich krass. Es war so, an einem Tag, da erinnere ich mich noch genau dran, meine damalige Freundin, Hotelfachfrau damals, wollte zur Arbeit gehen, hat sich dann verabschiedet und so, und ich lag so auf dem Sofa, so wie hier, ne, aber natürlich nicht so strahlend, sondern häng da so eher so rum. Und dann hat sie mich gebeten, den Abwasch zu machen. Und dann kam sie wieder, irgendwie 9 oder 10 Stunden später, und ich hing noch immer so auf dem Sofa ab. Und der Abwasch stapelte sich noch immer in der Küche. Und dann habe ich erst gecheckt, was los war. Da habe ich erst gecheckt, was bin ich denn für ein Typ? Meine Freundin geht arbeiten und ich hänge hier rum, mache nichts. Ich weiß gar nicht, ob ich da noch gekifft habe an dem Tag, aber ich kann mir gut vorstellen, dass ich noch ein paar Joints geraucht habe und dann einfach nur abhänge. Ich habe keine Ahnung, was ich da gemacht habe den ganzen Tag, wirklich. Ich weiß nur noch, dieser Moment, wie sie wiederkam und einfach, und ich dann einfach so, sie hat gar nicht so viel gesagt, aber ich war einfach so, ich dachte, boah, all das. Diese ganze unverändert, den ganzen Tag, einfach nur durchgelebt. Tatsächlich hat sie mich ein paar Wochen später auch noch rausgeschmissen. Und dann, bei mir war es der 21.12. in dem Jahr. Das war irgendwann Mitte Dezember und am 21.12. da habe ich gesagt, jetzt ist der Moment. Jetzt ist der Tag, an dem du den letzten Joint rauchst, das letzte Bier trinkst und dann nimmst du dein Leben in die Hand und übernimmst die Verantwortung. 21.12.2011. Und das war klar. Das war klar. Und bis jetzt ist das der Moment. Natürlich kamen danach viele weitere Momente, an denen ich das bekräftigt hatte. Und ich sag's dir, es kamen so viele Prüfungen. Es kam auch danach noch wirklich dunkle Stunden, bei denen ich so verführt wurde. Einmal, da war ich kurz davor, aber dann, und das ist das Spannende, dann kam diese Überzeugung, die ich am 21.12.2011 hatte, wieder hoch. Die war wieder da, weil ich die so stark manifestiert habe, verankert habe, dass ich dann gesagt habe, ein paar Jahre später, als ich dann verführt wurde, wo echt die Umstände so mies waren und ich war in einem Raum
und meine ganzen alten Freunde waren da und alle haben Joints geraucht und Bier getrunken und es mir angeboten natürlich, weil was macht man, wenn es einem schlecht geht? Die meisten, also die meisten nicht, aber viele greifen dann zu Gewohnheiten, die sie vergessen lassen. Ablenkung. Und dann, das war krass, dann habe ich gesagt, nein. Dann bin ich aufgestanden und bin gegangen. Ganz ehrlich, ich bin einfach gegangen. Hab mich natürlich verabschiedet und so weiter, aber ich habe gesagt, nein, zu mir selber, nein, du gehst jetzt. Und du lässt dich nicht mehr verführen auf dieser Ebene, so stark. Und das hat dazu geführt, dass ich einfach ein ganz neues Umfeld aufgebaut habe, auch letzten Endes. Weil ich gesagt habe, ich will mich jetzt nicht mehr verführen lassen, ich will was komplett Neues kreieren. Und mein jetziges Umfeld ist ein komplett neues Umfeld, was nicht heißt, dass ich mit dem damaligen Umfeld nichts mehr zu tun haben will. Es ist gar nicht so, dass ich das nicht will, aber es ist die logische Konsequenz gewesen, weil ich mich entschieden habe. Und so eine Entscheidung können wir jederzeit treffen. Die Frage ist, sind wir jetzt dazu bereit, die Verantwortung zu übernehmen und unser Leben in die Hand zu nehmen und jetzt diese Entscheidung zu treffen? Und dann ändert sich alles. Es ändert sich wirklich alles. Das Krasse, was ich dann lernen musste, ist, dass diese Entscheidung immer wiederkehrt in vielen Bereichen. Wir können immer wieder diese Entscheidung treffen, aber es wird einfacher, wenn wir es geübt haben. Und die erste Entscheidung, das war für mich die erste Entscheidung, die erste gravierende Entscheidung, die die Konsequenz hatte, dass sich mein Leben komplett verändert hat, ja, wenn du die noch nicht getroffen hast, dann ist vielleicht jetzt der richtige Moment, diese zu treffen. Und weil ich jetzt dieses tolle Interview mit Andreas Bärenknecht hatte, will ich dich auf diese Webinarreihe von ihm verweisen, weil das kann dir nochmal viel an die Hand geben, die deine Entscheidung stützt. Denn auch wenn du jetzt sagst, ich entscheide mich jetzt, dann kannst du natürlich dich entweder direkt jetzt entscheiden, das werden leider die wenigsten machen, oder du machst zum Beispiel diese dreiteilige kostenlose Webinarreihe mit und kriegst dann nochmal Input und entscheidest dich dann. Und da gehst du dann noch weiter. Aber wichtig ist, und das ist für dieses Video das Essentielle, dass wir uns auf den Weg machen, dass wir uns die Umstände schon mal zurechtlegen, um dann wirklich an einem Punkt diese Entscheidung zu treffen und dann zu sagen, ich übernehme jetzt die Verantwortung und ich habe mir das jetzt hier irgendwie geschaffen, weil ich habe mir erst selber geschaffen. Ich meine, natürlich hat mir irgendjemand da mal den ersten Joint gegeben, aber ich habe weitergemacht, ich habe mich in die Lage gebracht, ich habe mein Studium beendet gehabt und hatte dann nichts zu tun und saß einfach nur da. Die Umstände haben mich da reingebracht, aber ich habe ja die Umstände erschaffen, die mich da reingebracht haben. Und dann zu sagen, okay, das war mein Werk und das nächste Werk wird anders. Und ja, Andreas ist einer, der dich da wirklich begleiten kann. Also ich kann es dir empfehlen, ich selber schaue mir auch gerade einen seiner wirklich umfangreichen Kurse an, arbeite damit konkret. Und manifestieren ist etwas, was so groß ist, was so tief geht, was so viel mit der Erschaffung der neuen Zeit zu tun hat, mit der Erschaffung des goldenen Zeitalters, des Reiches Gottes, der Veränderung dieser Welt, dass ich wirklich überzeugt davon bin, dass wir es alle machen müssen. Wenn wir wirklich dazu beitragen wollen. Sonst machen wir einfach unser Ding weiter, völlig egal. Aber wenn wir jetzt dazu beitragen wollen, wenn wir unseren Beitrag leisten wollen, dann müssen wir anfangen. Und dann kann, wenn du noch nicht angefangen bist, dieser Moment der sein, wo du die äußeren Umstände zurechtlegst und wo du vielleicht sagst, ich nehme jetzt mal dieses Webinar, fang damit an und dann treffe ich eine Entscheidung und gehe diesen Weg. Und diese Entscheidung treffe ich wie ein Anker, wie wenn da ein Riesenschiff ist, das einen Anker rausschmeißt und da ist der Anker. Und immer wenn du irgendwo anders bist, dann kannst du auf diesen Anker zurückgreifen, weil du weißt, dass du in diesem Moment das entschieden hast, das gemacht hast, du hast deine Gründe, du weißt, wo es hingeht und dann kann dich die Verführung nicht so leicht wieder packen und zurückwerfen. Denn natürlich kommt nach jeder getroffenen Entscheidung die Verführung, die irgendwelche Versprechen macht, die Welt,
die Matrix, die sagt, hey, ist doch eigentlich ganz schön hier. Und jetzt kriegst du doch das und das und das, was du eigentlich wolltest. Aber was dich dann natürlich wieder weg von deinem Ziel bringt. So wie in meinem Falle, ach, dann, wenn man jetzt zum Beispiel gewohnt ist, regelmäßig einen Joint zu rauchen, dann wünscht man sich manchmal so, oh, die Situation, die so toll ist. Und dann passt einfach alles. Und in die Situation kommst du dann nach so einer Entscheidung, wo du sagst, nein, ich höre auf, dann kommst du natürlich in diese Situation rein. Dass der Umstand perfekt ist und das Gras riecht gut oder das Bier riecht gut und alle sind fröhlich, die Stimmung ist gelassen. Das ist natürlich das eine. Das andere ist, dass, ja, das ist halt, wie es bei mir war, das war meine viel größere Herausforderung als diese schöne, dass wirklich dieser Moment war, wo es so mies war, wo ich so viele Gründe hatte, einfach zu sagen, ich will jetzt einfach mal ein paar Stunden vergessen. Aber auch da dann Nein zu sagen, ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich habe schon einen Anker gesetzt. Ich habe schon eine andere Richtung in meinem Leben eingeschlagen. Also ich wünsche wirklich jedem, diese Entscheidung zu treffen. Vielleicht hast du sie ja schon getroffen, dann herzlichen Glückwunsch. Auch dann ist es aber so, dass diese Entscheidung ja immer wieder erneuert werden muss. Und immer weiter getroffen werden kann, weil das Manifestieren wirklich so groß ist, dass ich auch sagen muss, jetzt von 2011 bis jetzt, 2023, sind 12 Jahre, aber ich habe mich noch nicht intensiv mit diesem Thema beschäftigt, so wie Andreas das zum Beispiel gemacht hat, der wirklich so tief reingegangen ist und das so schön aufgeschlüsselt hat. Ja, also ich sag's dir einfach nur, weil es ist ein schönes Angebot, es kostet dich nichts, du kannst es einfach erstmal mitmachen und dann gucken, wo es dich hinführt. Der hat natürlich noch weitere Angebote dann, wenn du weitergehen willst, aber ist natürlich jedem frei. Ich nutze einfach, ich selber habe für mich gesagt, ich nutze die Chance, von anderen Menschen zu lernen. Und das habe ich mir vor ungefähr 5 Jahren gesagt. Bis dahin habe ich das gar nicht wahrgenommen. Ich habe wirklich nicht von anderen Menschen großartig gelernt. Und das würde ich jetzt sagen, das ist voll dumm. Weil wir können doch nichts besser machen, als von anderen lernen. Wir müssen doch nicht alles selber erfinden, uns alle Fehler selber machen und so weiter. Wir können doch auf Wissen von Menschen zurückgreifen, die das schon durch sind. Nichts geht doch schneller, als wenn wir wirklich mit Menschen zusammenarbeiten, die ein Problem gelöst haben und uns an die Hand nehmen wollen, das auch zu lösen. Dann müssen wir die Fehler gar nicht mehr machen. Überleg mal, wie viel wert das ist, wenn wir große Fehler nicht machen müssen, die andere gemacht haben, und wir können direkt einsteigen und auf dem Weg zum wunderbaren Ergebnis gehen, ohne groß zu leiden. Das ist auch die Frage, kommt diese Entscheidung jetzt? Leidest du genug? Oder sind wir, bist du so schlau, diese Entscheidung zu treffen, ohne groß zu leiden? Das ist natürlich der Idealfall. Ich habe damals auch gelitten und habe die Entscheidung dann getroffen. Und jetzt denke ich mir, es ist doch viel schöner, die Entscheidung vorher zu treffen, vor dem großen Leid, dass man da gar nicht erst reinkommt. In manchen Bereichen schafft man das vielleicht, bestimmt nicht in allen, aber wie schön ist das, wenn wir in so vielen Lebensbereichen wie möglich Entscheidungen treffen können, die unser Leben zum Positiven verändern, obwohl wir noch gar nicht das Höchstmaß an Leid erreicht haben, was wir eigentlich brauchen, um uns zu verändern. Und das können wir durch Impulse von anderen. Und deswegen bin ich der Meinung, es ist gut, wenn man von anderen lernt. Es ist gut, wenn man sich auch coachen lässt, auch wenn es einem gut geht, dass man trotzdem sich coachen lässt. Und ich mache das die ganze Zeit. Es ist für mich das Größte, irgendwie das Größte, was ich lernen durfte in den letzten Jahren, dass ich sage, Felix, lass dich coachen, lass dich begleiten. Geh den Weg mit anderen, lern von anderen, dann kannst du viel schneller vorankommen. Und viel bessere Ergebnisse haben und viel weniger leiden. Also, so viel dazu. Ich wünsche dir alles Gute. Schreib mir gerne in die Kommentare, was du davon hältst, wie du es siehst. Teil dieses Video, wenn du sagst, da habe ich doch einen Kumpel, eine Freundin, eine Familie oder irgendwie einen Bekannten im Umfeld, für den das vielleicht auch hilfreich ist, wenn du jetzt wirklich ins Handeln kommen willst und wenn du schon voll im Handeln bist, wenn du den nächsten Schritt gehen willst. Ja, let's do this. Also, bis zum nächsten Mal, dein Felix. Ciao.